Ich habe hier Phenom FlyWoo H20 Quad mit WorkSnail Avatar-Modul, mit dem ich mit der aktuellen Firmware 26 heute fliege. Auf FatTrack-Seite kann man sich die aktuelle Version laden oder bei WorkSnail findet man auch die aktuelle Firmware. Nach dem Aufspielen der neuen Firmware muss natürlich wieder alles neu gebunden werden. Die Brille muss für 50 Mbit freigeschaltet werden und ich habe folgende Neuerungen. Die Kamera kann jetzt von 16 zu 9 auf 4 zu 3 Seitenverhältnis umgeschaltet werden. Ich bekomme einfach links und rechts schwarze Balken. Da die Kamera 16 zu 9 ist, wird einfach links und rechts ein Stück von dem Kamerabild abgeschnitten. Also habe ich schwarze Balken. Die Bildqualität wurde deutlich verbessert. Das heißt, ich habe keine Schlieren mehr in der Mitte. Das Bild ist in der Mitte immer super sauber, solange ich einen guten Empfang habe. Auch wenn ich sehr niedrig am Boden fliege, sieht alles top aus. Die Latenzzeit bleibt immer sehr niedrig. Also ich habe hier die Einstellungen mit 1080p Auflösung. Die Framerate ist nur auf Standard, also 60 Bilder pro Sekunde und die Bitrate ist auf hoch eingestellt mit 50 Mbit. Was sich definitiv in dem Videobild geändert hat, ist die Kamerahelligkeit. Die ist deutlich dunkler geworden. Da sieht man, dass die Schattenbereiche sehr dunkel sind, wenn die Umgebung hell ist. Also ich habe hier gerade eine Vormittagssonne ohne Wolken, aber alles sieht natürlich aus. Die Schattenbereiche sind etwas, meiner Meinung nach, zu dunkel. Ich schalte wieder zurück in 16 zu 9 Modus und aktiviere jetzt den Fokusmodus. Der heißt hier Fokalmodus und den setze ich auf Auto. Das ist, bei schlechtem Empfang habe ich dann links und rechts unscharfe Kästchen. Noch ist das Bild einwandfrei. Ich habe ja auch volle Empfangsqualität mit 50 Mbit. Erst wenn ich mal weiter wegfliege oder mich hinter den Bäumen befinde, erst dann bekomme ich links und rechts unscharfe Balken und der mittlere Bereich bleibt gestochen scharf, so wie ich das auch von einem DJI-System kenne. Dieser Modus gefällt mir eigentlich am besten, weil ich hier kein Ruckeln im Bild habe, wenn der Empfang schlecht ist. Bei dem Modus kann man auch besser erkennen, wann der Empfang schlecht ist. Sobald die Balken längere Zeit sichtbar sind und das Bild anfängt zu stottern, weiß ich, dass ich an der Stelle vorsichtig sein muss und nicht zu weit fliegen darf. Bei dem digitalen System ist leider so, dass dann auf einmal das Bild schwarz ist und ich dann nichts mehr sehe. Und dann ist es zu spät. Entweder schalte ich die Motoren aus oder ich fliege hoch und habe wie hier bei dem Nazgul 5 das Glück, dass ich den Videosignal wieder da habe und dann kann ich wieder weiterfliegen. Aber da ist erstmal Vorsicht geboten. Erstmal sollte man die Umgebung sehr gut kennen, wo man fliegt. Eins, was ich feststellen musste bei 25 mW Senderleistung, ist, dass WorkSnail Avatar-System schon spürbar schlechter als wenn ich mit DJI mit 25 mW Senderleistung fliege. Wie man sieht, fliege ich hier mit dem Nazgul V2 mit dem WorkSnail Avatar-System. Diesmal mit der hohen Framerate, also 100 Bilder pro Sekunde, bei einer 27p Auflösung und die Bitrate ist auch auf 50 Mbit hoch eingestellt. In den Einstellungen fliegt sich am besten. Hier sind die wenigsten Störungen da, eigentlich nur in den kritischen Stellen, wenn der Empfang schlecht wird. Und das Einzige, was ich mir von dem System noch wünschen würde, dass man die 25 Milliwatt Sendeleistung mal noch ein bisschen besser optimiert, sodass man mindestens so gute Reichweite bekommt wie mit einem DJI-System. Ansonsten bin ich heute recht zufrieden mit dem WorkSnail Avatar Digitalsystem. Obwohl ich muss zugeben, dass ich immer noch lieber DJI fliege. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach noch mehr Vertrauen zu DJI habe als zu den neuen WorkSnail.
Avatar-System. Übrigens, die Videoaufnahme habe ich nicht mit der Fat Shark Digitalbrille gemacht, sondern mit einem HDMI-Aufnahmegerät. Hierzu habe ich ein USB-C auf HDMI-Kabel verwendet, 1,8 Meter lang. Eignet sich auch sehr gut als Kabel für einen externen Monitor am Mac und dann so einen günstigen HDMI auf USB-C Aufnahmeadapter und das Ganze habe ich auf dem Laptop mit der OBS Open Source Software aufgenommen. Also viel Spaß beim Fliegen!